Herzlich willkommen und schönen guten Tag, liebe Leute. Eine Rezension zu diesem Buch hier. Einem Doppelbuch, kann man das jetzt so zeigen? Nee, warte mal auf, wir machen es mal so. Das ist das Buch von vorne und das ist das Buch von hinten. Jetzt bin ich mal gespannt, wann mir YouTube als erstes hier irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht. Es ist ja wirklich großartig. Man kann zwar bei irgendwelchen Gamer-Videos sehen, wie Menschen abgeschlachtet werden, Körperteile durch die Luft fliegen, wie irgendwelche Aliens, irgendwelche Wesen zertrampeln, auffressen, aber wehe, du zeigst eine nackte Titte. Und wehe, du hast auch nur im Titel deines Videos irgendein Wort, was im Entferntesten mit Erotik zusammenhängen könnte. Ich sag's an dieser Stelle auch nochmal, Findest du immer wieder geil, als ich die Rezension zu Blade Runner gemacht habe von Philip K. Dick, wurde mir das Ding echt angekreidet, weil irgendeine Kack-Suchroutine bei YouTube Dick als die eine englische Version von einem männlichen Geschlechtsorgan identifiziert hat. Das ist so, das ist amerikanische Doppelmoral. Immer groß auf, wir achten auf unsere Werte, bloß keine Sexualität. Es kann unten, neben, hinten, über einem in Amerika alles zusammenbrechen. Man kann sich mit Messern abmetzeln, aber wehe, du hast eine Flasche Bier ohne Plastiktüte, ohne Papiertüte dabei oder du hast irgendwie irgendeine Form von Erotik, die du öffentlich verbal äußerst. Das ist doppelmoralistisch, rückschrittlich und das finde ich lächerlich. Das sage ich jetzt nur dazu, weil ich dieses Video gar nicht erst monetarisieren werde und nur hoffe, es bleibt drin. Nämlich dieses Doppelbuch hat es eigentlich verdient. Es wurde, ich habe den Titel noch gar nicht gesagt, es sind ja zwei Bücher. Es geht los mit, wo es losgeht, weiß ich nicht, je nachdem, wo man eben oben oder unten anfängt. Es gibt Ugly Heaven und The Haunted Vagina von Carlton Mellick dem Dritten. Ich habe von Carlton Mellick dem Dritten schon mal ein Buch gelesen aus dem Festa Verlag, nämlich Die Kannibalen von Candyland. Und es ist ein kleines, dünnes Büchlein, auf das ich wirklich etwas stolz bin, es zu besitzen, denn es ist längst vergriffen und es ist einfach ein krasses Buch. Wenn man da vorne dran rumreibt, dann riecht das nach Erdbeeren und es ist auf rosafarbenem Papier gedruckt. Ein großartiges Buch und auch passend zur Geschichte, aber es geht ja jetzt hier um diesen Carlton Mellick, bei Voodoo Press erschienen ist. Das ist eine Selected-Ausgabe, also eine nummerierte und limitierte Ausgabe. Ich muss jetzt mal gucken. Ich glaube, ich habe Nummer 65 oder sowas. Nummer 63 habe ich. Hier kann man es noch erkennen. Das nur so zum Hintergrund. Carlton Mellick ist was für Leute, die sowas wie Chuck Palahniuk lesen wollen und nicht ganz so die sprachliche Höhe von Chuck Palahniuk brauchen. Das, um es mal vorsichtig auszudrücken, es ist bizarro Fiction. Der ein oder andere könnte schon drauf gekommen sein, wenn man sich das anschaut. Es ist nicht das größte schriftstellerische Meisterwerk, aber ich muss sagen, an Ideenreichtum, an bizarren Wendungen und an einer völligen albtraumhaften Art der Ideen, da ist Carlton Mellick völlig ungeschlagen. Es ist relativ wenig über ihn bekannt in Deutschland, soweit ich das weiß. Er kommt aus Phoenix, Arizona, ist knapp über 40, so genau weiß ich nicht. Sieht ein bisschen eigenartig aus, wie ich finde, obwohl das ist auch eine Frechheit eigentlich, sowas zu sagen. Er sieht wie jemand aus, also wenn man sich ein Bild von jemandem vorstellen müsste, der sowas schreibt, dann würde man sagen, ja, das passt bei Carlton Mellick. Über die Geschichten, es sind ja zwei, was zu sagen ist eigentlich total leicht und doch wieder ganz, ganz schwierig. Es geht auch in diesem Buch wirklich nur zweitrangig um den Verlauf der Geschichte, sondern um diese ganzen bizarren Ideen. Ich fange mal bei Ugly Heaven an. Was hier vorne drauf ist, diese beiden Köpfe, die führen schon ganz gut ein. Es beginnt damit, dass ein Mensch aufwacht irgendwo und nicht mehr weiß, wo er ist und er sieht auch nicht mehr so aus wie vorher. Er hat eine andere Farbe. Sein Körper ist mit so gestanzten Mustern bedeckt. Er hat keine Geschlechtsorgane mehr und findet das komisch. Er weiß auch, dass es eigentlich anders sein sollte, aber das ist es nicht und so genau hat er auch keine Ahnung, was er eigentlich anders sein wollen sollte. Mit ihm zusammen ist dann noch ein anderer Mensch, der hat auch eine andere Farbe und auch ein anderes Muster. Der eine ist blau, ist gelb und im Laufe der Geschichte wird klar, dass es verschiedene farbige Menschen gibt. Die haben alle keine Geschlechtsorgane mehr, sondern die sehen halt alle aus wie ja, bizarre, also das Wort bizarr werde ich hier gleich noch ein paar Mal benutzen, bizarre Wesen.
ansonsten, ich weiß nicht, was ich da jetzt noch drüber verraten soll. Es, im Laufe der Geschichte durchleben diese Menschen halt bestimmte Stationen. Sie gehen durch diese Welt, die natürlich nicht mehr unsere Welt ist, aber irgendwie doch noch Teile davon hat. Da gibt es eine ruinenhafte Stadt. Und es gibt auch immer wieder andere Menschen, die ja, im Entfernten eben menschlich sind, aber andere Farben haben. Ich finde, man kann, ich habe das Buch schon eine ganze Weile und ich habe es noch nicht rezensiert, weil ich einfach nicht weiß, was man darüber so wirklich sagen soll. Es ist bizarre Fiction. Es ist völlig bizarr. Es ist ein literarisch gewordener Albtraum hier, dieses Ugly Heaven. Und es hat eine bizarre Handlung mit bizarren Wendungen. Es ist einfach vollkommen bizarr. Es ist nichts, was man lesen sollte, weil man schöne Sprache will oder eine stimmige Geschichte mit passendem Handlungsbogen, sondern vielleicht einfach mal, um zu erfahren, wie Literatur auch sein könnte. Das zweite, The Haunted Vagina, ist schon so ein bisschen in Ansätzen, also man kann da nicht von Realismus sprechen, aber es hat ein bisschen mehr Sinn. Das andere hat einfach auch gar keinen Sinn. Das heißt nicht, dass es schlecht war. Es ist einfach nur anders. Ich tue mich auch bei der Bewertung ganz, ganz schwierig. Ich kann klar sagen, es ist sprachlich auf einem durchschnittlichen Niveau. Es ist nicht, sprachlich nicht schlecht, aber es ist auch nichts Besonderes. Und von dem Geschichtenverlauf, dem Storyverlauf kann man einfach gar nichts sagen, weil es darum nicht geht. Und ich weiß auch nicht, um was es ihm geht. Vielleicht geht es ihm um gar nichts, außer um zu zeigen, ich kann einen Albtraum in Worte fassen. Also gut, The Haunted Vagina, das ist ein bisschen mehr Realismus. Es geht um einen Mann und dessen Lebensgefährtin. Und der Mann kriegt raus, dass die Vagina seiner Lebensgefährtin verflucht ist. Da wohnt ein Dämon drin. Und das findet dann doch irgendwann ein bisschen komisch, gerade beim Geschlechtsakt, weil da ist ja irgendwie immer noch jemand und das, man möchte das ja nicht, diese Intimität, da mit jemandem teilen, der dann da irgendwo drin sitzt. Also entschließt er sich da mal nachzuschauen und zu gucken, wie man da diesen Fluch wieder rauskriegt. Das ist schon jetzt die Hälfte der Geschichte, mehr kann man nicht verraten. Bei The Haunted Vagina kann man sich schon ungefähr denken, wo es, der muss ja irgendwas suchen, dann muss er dann auch irgendwie finden. Es ist was für, es gibt bestimmt Fans für sowas. Ich kenne keinen, ich bin selber auch keiner. Ich finde aber jede Form von Subkultur erstmal interessant und spannend. Ich finde nicht jede gut. Und ich würde auch sagen, Carlton Mellick kann man ein- bis zweimal im Jahr lesen und dann langt es irgendwie auch. Es ist aber eine Form von Subkultur, die durchaus auch eine Berechtigung hat. Weil es gibt jemanden, der das schreibt, es gibt jemanden, der es verlegt und es gibt auch Menschen, die das lesen. Abschließend kann ich nur sagen, dass in gut oder in schlecht oder in passend oder in nicht passend einzuordnen ist, finde ich fast unmöglich. Nach meinem persönlichen Geschmack habe ich ja eben schon gesagt, es ist sprachlich auf einem durchschnittlichen, aber nicht schlechten Niveau. Die eine Geschichte macht keinen Sinn und die andere macht so ein bisschen Sinn. Es ist natürlich, hat Teile von Horror, es hat Teile von Science Fiction, von Mystery, aber es ist einfach bizarr. Und wenn man sowas lesen möchte, und ich würde fast sagen, man sollte es ruhig mal lesen, um zu sehen, was es so alles gibt, darf man nicht erwarten, dass man nach der Geschichte in irgendeiner Form klüger ist oder sich aus der Geschichte irgendwas mitnehmen kann. Man kann sich vielleicht mitnehmen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sowas schreiben, aber auf irgendeine Art und Weise erweitert es den Horizont. Ich kann mich heute noch an die Kannibalen von Candyland erinnern, obwohl ich das wirklich vor Jahren gelesen habe. Ja, es ist faszinierend. Es ist was absolut Faszinierendes, was ich nicht in gut oder schlecht einteilen kann. Das habe ich ziemlich lange, ziemlich viel drumherum geredet. Ich würde sagen, es ist für jeden, der Grenzerfahrungen haben möchte in Literatur, ist das eine absolute Empfehlung. Dazu muss man sagen, die gedruckte Version des Buches gibt es nicht mehr, aber die E-Book-Variante, die ein bisschen günstiger ist, die gibt es immer noch und versucht es mal. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr das völlig ablehnt und sagt, nee, kann ich nichts mit anfangen, oder ob ihr sagt, ich finde es toll. Das war's auch schon. Ihr seht, das ist wieder eine Rezension, wo ich rumgestottert habe wie so ein Blödmann. Ich lasse das jetzt aber drin und schneide es nicht raus, weil wenn mir jemand so vor sich hin brabbelt, dann muss er damit auch leben, dass man es selber ins Internet stellt.
Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.